Herzlich willkommen bei Sei achtsam. Heute gibt es einen Achtsamkeitstipp von mir zur Schulung deiner Präsenz. Du kannst diesen Tipp, diesen Trick direkt morgens beim Aufstehen ausprobieren. Wir haben morgens immer sehr viele Gedanken in unserem Kopf und sind nicht im Hier und Jetzt. Mit diesem Trick schaffst du es, ganz klar in deinen Körper hineinzuspüren und bei dir zu sein und nicht ganz woanders. Wenn du morgens wach wirst, setz dich auf deine Bettkante und dann spür in deine Nase rein. Nimm wahr, welches Nasenloch das freiere, das offenere ist. Das ist gar nicht so leicht. Es wird dir wahrscheinlich leichter fallen, wenn du kurz deine Augen schließt. Im Yoga sagt man, wenn das rechte Nasenloch das freiere ist, ist der Körper ja am Erhitzen, er aktiviert. Der Körper ist also richtig wach. Versuche dann mit dem rechten Fuß als erstes aufzustehen. Wenn das linke Nasenloch das freiere ist, ist der Körper noch am Abkühlen. Wir sind sozusagen noch in dem Chill-Modus. Streck dich dann ein bisschen, warte noch ein paar Momente und stehe dann mit deinem linken Fuß als erstes auf. Bei mir ist gerade das rechte Nasenloch das freiere und damit stehe ich jetzt mit dem rechten Fuß auf. Versuche das ruhig jeden Tag zu machen. Versuche also nicht mit beiden Füßen, sondern wirklich noch mit dem einen Fuß aufzustehen und nimm wahr, ob du das schaffst oder ob du vielleicht im Badezimmer bist und dir dann überlegst, Mensch, ich wollte doch meine Achtsamkeit schulen. Du nimmst wirklich wahr, wie präsent du morgens bist. Ich wünsche dir einen achtsamen Tag. Namaste.